Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem ersten Moto-Vlog. Vlog. Wir haben noch relativ früh, so Viertel nach 10 heute, schätze ich mal. Und ich habe mir gedacht, solange das Wetter noch nicht übertrieben scheiße ist, drehe ich noch eine Runde. Ja, ich hoffe mal, dass man mich einigermaßen verstehen kann. Ich nehme halt nur über mein Handy-Headset auf, was ich da an dieser Lasche, die Lasche, die den Helm zumacht, dahinter klemmt das Mikrofon möglichst windgeschützt. Schlimme ist, wenn man Urlaub hat und die ganzen Leute, die arbeiten müssen und hier auf der Straße rumhängen, einem auf den Sack gehen. Ja, hier ist eigentlich 50 erlaubt und ich fahre ja mit lausigen 35 durch die Gegend, weil hier der Rennclio da vor mir einfach keine Kette geben kann. Boah, sah die Kacke aus. Machen wir mal die Leute in der Weber-Siedlung wach. Die Weber-Siedlung hier in Mönchengladbach ist total abgefahren, weil das ist so eine Siedlung, da sieht jedes Haus gleich aus. Und das dürfen die auch nicht verändern. Die dürfen die Farbe nicht ändern. Die dürfen auch quasi keine Anbauten oder so da dran machen. Weil diese 30er-Zonen gehen mir auf den Sack. Aber zum Warmfahren ist das nicht schlecht. Das Wetter sieht ja echt nicht so geil aus. Ich hoffe echt, dass ich trocken bleibe. So, jetzt. Zieht euch das rein. Die Häuser sehen alle gleich aus. Und das Beste ist, wenn hier Weihnachten ist, dann machen die hier so Battles, wer die geilste Weihnachtsbeschmückung hat. Vielleicht zeige ich die euch auch irgendwann mal, also um die Weihnachtszeit rum, wenn man dann noch Moped fahren kann. Wobei der letzte Winter war ja auch nicht wirklich glatt, war nur ein bisschen kalt, aber nicht so richtig. Auf jeden Fall sehen die alle gleich aus. Ich würde sagen, wir fahren mal zum alten Markt. Gucken, was da abgeht um die Uhrzeit. Ja, jetzt sind wir schon ziemlich zentral von Gladbach. Ich dachte erst, das wäre meine Freundin. Die fährt auch so einen roten Renncorsa. Allerdings hat die vorne rechts den Kotflügel schwarz. Weil sie sich im Winter auf der Autobahnauffahrt gedreht hat und dann eine Leitplanke eingeschlagen ist. Aber alles halb so wild. Der einzige negative Punkt an der ganzen Geschichte ist, das Auto wird den nächsten TÜV nicht mehr überstehen, weil alle Halter vorne am Scheinwerfer abgebrochen sind. Wir haben das dann mit dem Hammer und Kabelbinder und Bohrmaschine wieder halbwegs zusammengeflickt. Aber das ist natürlich alles nicht so richtig TÜV, ne? Vor allem ohne Leuchtweitenregulierung und sowas, weil die Motoren komplett weggefickt. Oh, Entschuldigung, wollte ich gar nicht sagen. Weil die Motoren einfach weggebrochen sind. Ja. Naja. Das Positive daran ist allerdings, dass sie vorhat, sich einen Quad zu holen, damit die mit mir mitfahren kann, weil ja, das ist halt nur eine 125er, die alleine schon relativ viel Spaß macht, aber mit zwei Mann ist er natürlich schon ein bisschen träge vom Drehmoment her. Deswegen, die hat auch keinen Motorradführerschein, das wäre natürlich die nächste Hürde, weil die halt auch eigentlich sehr gerne Supermoto fahren würde. Ich habe sie da so ein bisschen angefixt. Aber der Führerschein zu machen ist natürlich auch die Hürde, ne? Und so ein Quad kann man natürlich im Alltag besser fahren als ein Motorrad. Weil so ein Quad kannst du halt auch im Regen fahren oder auch wenn es schneit sogar. Mein Motorrad kannst du auch im Regen fahren, aber das ist natürlich immer ein bisschen scheiße.
So. Samstags und Sonntags ist ja eigentlich immer Motorradtreff. Oh, da steht sogar ein Motorrad. Ha, ich fass es nicht. Sogar zwei. Man, nicht ganz so viel Krach machen hier. Ah, den kenne ich doch. Das ist der Michi. Na du? Servus, da hast du dir aber gegönnt, schön. Ach ja, bisschen knatter. Ja, fett, wie ein Kubik hat das Ding? Nicht viel, 125. Ja, aber wenn du so alleine fährst, reicht das eigentlich. Ja, kannst du schön mit dem Wald heizen. Fett. Ja, ja. Neu gekauft? Nee, die ist von 2011. Ja, aber ist ja noch voll neu. Ne? Ja, das geht noch. Außer halt hier in der übliche. Ja, ja. Aber so ist das halt. Bleib sauber, wir sehen uns. Hau rein. Pass auf dich auf, verpust. Jo, tschö, tschö. Der Michi! Haben wir ganz schön lange gelabert. Oh! Was war das? Eine XT oder sowas? Hinter dem herfahren. Machen wir wieder so einen Spezialisten, ja? Der meint mit seinem verscheiß Rennrad. Schon was wieder ein böses Wort sagen. Durch die Stadt zu eiern. Er nimmt die ganze Straße ein. Hält den ganzen Verkehr auf. Und sieht dabei auch noch scheiße aus. Echt. Ich hasse Rennradfahrer. Das ist schon so ein ganz komischer Schlag Menschen. Ja, vielleicht nicht alle, aber die meisten schon. Guck, was der macht. Guck, was der macht. Du musst direkt von deinem scheiß Fahrrad treten. Ja, da ist der Fahrradweg. Ja, das hat er wenigstens kapiert. Der Vogel. Ah, hier ist die XT. Das ist der Kollege. Nee, wo ist der Kollege denn? Ah. Er holt Geld ab. Ja, dann muss ich mal gucken, wie ich die Videos schneide. Das ist auch noch so eine Sache. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Hab mir jetzt so eine kostenlose Videoschnittsoftware runtergeladen. Ich habe damals mal mit Premiere gearbeitet. Aber die aktuellen Premiere, die sind ja relativ teuer. Und da habe ich relativ wenig Bock drauf. Die ich mir jetzt runtergeladen habe, die heißt, glaube ich, VSDC. Kann eigentlich auch eine Menge. Finde ich halt nur von der Bearbeitung her relativ kompliziert. Weil bei Premiere zum Beispiel, da konntest du einfach deinen Timeline-Marker irgendwo hinsetzen und die Taste S drücken. Dann hattest du direkt das Video in so zwei Abschnitte. Ne? Du konntest deinen gleichen Marker auch benutzen für deine Audiospur und da auch S drücken. Das war super einfach. S gedrückt, zack, hast du das Ding schon geteilt. Jetzt hier bei VSDC ist das alles ein bisschen komplizierter. Da musst du dann, geil, Peter Cruiser mit lackierten Stahlfelgen. Übertrieben gut. Ich mag Peter Cruiser. Ich weiß, viele mögen die nicht, aber ich finde die cool. Auch meine Eltern auch so ein Ding fahren. Aber tiefer gelegt. Mit Sommerrädern, die seit 4 Jahren im Schuppen stehen, die keiner drauf macht. Naja, egal. Jedenfalls VSDC, Videoschnitt. Musst du den Marker irgendwo hinsetzen. Da musst du Rechtsklick auf deine Spur schneiden und teilen drücken. Dann eine Markierung erneut setzen, die du eigentlich schon vorher gesetzt hast. Ja, und dann klappt das einigermaßen. Was ist denn hier los um die Uhrzeit?
Viertel nach elf haben wir. Und bis jetzt sieht es nicht nach Regen aus, ja, so ein bisschen halt, aber nicht spektakulär. Gottes Willen! Ich fahre jetzt dann vorbei. Keine Lust mehr auf dieses Rumgeschleiche hier. So, schon besser. Jetzt ist gerade das Wetter einigermaßen schön. Aber der Akku ist fast leer. Morgen kommen meine Ersatzakkus. Hab die Kamera ja erst seit gestern. Aber ich habe hier, glaube ich, einen coolen Feldweg gefunden. Und mal gucken, wie lange die Aufnahme da noch reicht. Der Akku, bevor der leer ist. So, lass mal ein bisschen schütteln. Damit sich das Gemisch verteilt. Ah. Ja, wird aber reichen. Ja, kurz. Kilometerstand nullen, die Uhr checken. Also ich sag schon mal tschö, bis zum nächsten Mal. Tja, Verkehr, Pech gehabt. Leider Pech gehabt. Hellcat.